Die tibetische Flagge weht in Kirchentellingsfurt. Aus Solidarität zu dem von China annektierten Land versammelten sich Bürgermeister Bernhard Knaus und einige Schulklassen auf dem Rathausplatz. Vor 54 Jahren, am 10. März 1959, musste der Dalai Lama vor der chinesischen Armee aus Tibet ins Exil nach Indien fliehen. Seitdem gehe es mit der tibetischen Kultur stetig bergab. Die Situation in Tibet ist halt so, dass sehr viele Chinesen in Tibet angesiedelt worden sind, dass viele traditionelle Viertel in der Hauptstadt abgerissen worden sind und durch, ja, hier würde man sagen, Plattenbauten chinesischer Art ersetzt worden sind und dass die Tibet in ihrem eigenen Land mittlerweile die Minderheit bilden. Kirchentellingsfurt hat allerdings noch einen anderen Grund, sich solidarisch mit dem besetzten Land zu zeigen. Mingyu Peldön ist Exil-Tibeterin und lebt seit vielen Jahren in der Gemeinde. Sie spricht Tibetisch, eine Fähigkeit, die viele ihrer Landsleute bald nicht mehr haben, wenn es so weitergeht. Auch wird die Sprache dort insofern ausgemerzt, als Kinder, die zur Schule gehen, gezwungen werden, Chinesisch zu sprechen. Die tibetische Sprache kann nur noch im Zuhause gesprochen werden. Sie wird nicht mehr gelehrt, als Schriftsprache schon gar nicht. So sinisiert das Land so langsam. Eine politische Handhabe ist schwierig, da Tibet es zu Zeiten des Dalai Lamas versäumt hat, sich völkerrechtlich anerkennen zu lassen. Von daher ist ein friedlicher Protest wie die Solidaritätskundgebung am 10. März jedes Jahres eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen.